Aber wir schauen ganz kurz rein in das geheime Leben der reichsten Familie Deutschlands. Schauen wir mal, meine Freunde. 306. Ich bin gespannt, wie das tatsächlich bei... What the fuck, wo bin ich jetzt? Wer ist das? Was soll das? 56. Wie mache ich groß? 1060 mal. Okay, wir schauen mal ganz kurz rein, wie es bei Bibis Beauty Palace abläuft. Die reichste Familie Deutschlands, let's go. 356.060 Mal. Mhm. So oft könnte sich das reichste Geschwisterpaar Deutschlands vermutlich einen 8er BMW Cabrio kaufen. Bibi und Julienko sind Geschwistern? Denn das gemeinsame Vermögen... Achso, das sind die von BMW, oder? ...von Susanne Klatten und Stefan Quandt wird auf ca. 47 Milliarden Euro geschätzt. Damit verfügen die beiden Kinder vom ehemaligen Automobilfabrikant Herbert Quandt über das größte Vermögen, das im Besitz einer deutschen Familie ist. Ist BMW, oder? Und unglaublich aber wahr, die Familie Quandt lebt zurückgezogener und geheimnisvoller als die meisten anderen superreichen Familien. Okay. In diesem Video wollen wir euch einen kleinen Einblick in das Leben der reichsten Audi? Familie Aldi? Deutschlands nee, Aldi, präsentieren. Nee, 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 nee. Wir zeigen euch nicht nur, Klappen? Wie die Familie Quandt zu ihrem unglaublichen Vermögen gekommen ist, sondern auch, auf welche Weise sie ihr Geld ausgeben und warum sie trotz allem oft an ihrem Lebensstil zweifeln und vielleicht sogar lieber ein normales Leben führen würden. Oh, ich hätte auch gerne. Mann, ich wäre so gern wieder in der Ausbildung und würde keinen AMG fahren. Boah, ich wünsche mir manchmal einfach normal zu sein, Leute. Wirklich, ey, es ist so hart für mich zu leben, ey. Ich würde einfach gern mal auch noch wieder mal normal sein, ey. Es ist, boah, ey. Mann, war das damals geil, als ich noch kein Geld hatte, ey. Sag ich euch, Mann. Ach so, Mann, ey. Es wird also sehr spannend. Deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Beginnen wir direkt mit der Frage, wie Susanne Klatten und Stefan Quandt überhaupt genau zu Multimilliardären wurden. Zeigen beziehungsweise mir. Wie ihre Eltern so reich wurden. Und die Frage ist ja auch, ist Susanne Klatten Single? Muss man natürlich jetzt auch erstmal, ne? Beiden sind nämlich die jüngsten Kinder von Herbert Quandt, einem der wohl wichtigsten Industriellen der deutschen Autobranche. Zwischen den 1950ern und 1980ern sorgte Herbert Quandt dafür, dass die bayerischen Motorenwerke, also BMW, zu einem der größten Autobauer der Welt wurde. Durch sein Engagement, aber vor allem durch seine Beteiligung an BMW, häufte Herbert Quandt ein riesiges Vermögen an, das nach seinem Tod erst an seine Frau und schließlich an seine Kinder vererbt wurde. Und zwar an Stefan und Susanne. Ach, die wurden reich durch Geld. Anne Quandt. Das bringt uns nun zum Leben der wohl reichsten Geschwister Deutschlands. Bro. Stefan Quandt und Susanne, die ihren Nachnamen ins... Ey, auch wenn Stefan jetzt Single wäre, Leute. Man muss doch mal über seinen Schatten springen, klar. ...zwischen zu Klatten änderte. Nein, verheiratet. Sie hatte eine Affäre und wurde von ihm erpresst. Das kann doch nicht sein, dass jemand vor mir den Plan gehabt hat. Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass jemand vor mir den Plan schon gehabt hat. Das mit der... Ach, Digga, nee. Ach, das ist... Oh, Mann. ...wuchsen bereits in einem sehr reichen Elternhaus auf und waren seit ihrer Kindheit an ein Leben im Luxus gewöhnt. Wer jetzt jedoch denkt, dass die beiden Geschwister sich auf dem Vermögen ihres Vaters ausgeruht hätten, liegt falsch. Susanne Klatten und ihr Bruder sind schon immer sehr aktiv gewesen. So schloss Susanne aktiv. Nach ihrem Abitur nicht nur eine Ausbildung zur Werbekauffrau ab, sondern absolvierte auch ein BWL-Studium, für das sie zeitweise ins Ausland zog. Hat jemand eine Ausbildung gemacht? Danach arbeitete sie sogar kurze Zeit in einem BMW-Werk. Aber sie bei der Arbeit jedoch ständig mit der berühmten Familie in Verbindung gebracht wurde, änderte sie ihren Namen schließlich zu Klatten. Mittlerweile ist sie mit einem Vermögen von geschätzten 26,5 Milliarden Euro sogar die reichste Frau Deutschlands. Junge, Junge, Junge. Ihr Bruder Stefan, der 4 Jahre jünger ist, studierte ebenfalls und war auch als Unternehmensberater in den USA tätig. Da die beiden Geschwister in ihrem Leben jedoch so gut wie keine Interviews geben, ist nur wenig über sie und ihre Jugend bekannt. Generell für...
Dann lass uns doch einfach raten, was die in ihrer Jugend gemacht haben. Erzählt irgendwelche Lügen. Und sie ein Leben unter dem Radar, was die Geschwister, wie wir euch später zeigen werden, auch Lolas, nicht ohne Grund tun. Für deinen Kommen wir nun zum heutigen Leben von Susanne Klatten und Stefan Quandt. Als ihr Vater nämlich damals verstarb, änderte sich das Leben der Quandts komplett. Mit Anfang 20 verfügten sie plötzlich über ein Milliardenvermögen und wussten, dass sie zu zentralen Figuren bei BMW und der deutschen Wirtschaft werden würden. Seit 1997 sitzen die beiden nämlich im Aufsichtsrat von BMW und ihnen beiden gehören insgesamt 46,7% der gesamten Firmenanteile. Nur zum Vergleich, Jeff Bezos gehört Amazon nur zu etwa 11%. Gut, jetzt mal Amazon und ja, Amazon und BMW, das Amazon ist, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr wert. Auch Elon Musk gehören an Tesla nur 20%. Ja, mit knapp 50% halten die Geschwister also nicht gerade wenig Anteile. Susanne Klatten hat dazu auch noch eine Beteiligungsfirma, mit der sie Milliarden in andere Bereiche investiert. Entspannt. Sie ist somit unter anderem an einem Windkraftanlagenhersteller, einem Erdölunternehmen und... Das widerspricht sich gar nicht. Das widerspricht sich nicht. Windkrafthersteller... Und Erdkraftanlagen, das widerspricht sich gar nicht. Das ist das Gleiche, ja. Einem Chemiekonzern beteiligt. Ach so. Und verdient dadurch jährlich mehrere hundert Millionen Euro. Ihrem Bruder Stefan gehört außerdem eine ähnliche Holdinggesellschaft. Obwohl die Quandts damit zweifelsohne zu den einflussreichsten Unternehmern Deutschlands gehören, sind der Öffentlichkeit nur sehr wenige Details über ihr Privatleben bekannt. Mann, der Typ redet so langsam, das nervt mich. Man weiß lediglich, dass Susanne Klatten Medienberichten zufolge bis 2018 mit dem Ingenieur Jan Klatten verheiratet war. Oh. Mit ihm drei Kinder hat und heute in Bad Homburg bei Frankfurt am Main wohnt. Mhm. Ihr Bruder Stefan lebt sogar noch geheimnisvoller Okay. Und man vermutet, dass auch er in Bad Homburg wohnt. Allerdings ist er recht öffentlichkeitsscheu, so dass man nicht weiß, ob er dort alleine oder... Ich schreibe dir auf Instagram. ...mit einer Frau und eventuell sogar Kindern lebt. Nachdem wir nun genauer... Aber man muss ja auch gar nicht den Schritt gehen, man kann ja auch die Kinder... Guck mal, es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich... Einer von den Kindern hat doch bestimmt schon mal ein Video von mir gesehen oder guckt irgendwie einen Stream oder so. Ach, Moment mal. Redina Versiax? Bist du's? Bist du's, Redinia? Daher das ganze Geld. Du bist der Sohn von denen. Oder Tochter. Sohn nicht. Da sind sie nämlich, die Scheich-Donations. Ja, ja. Klares Ding. Mal geschaut haben, wie die Familie Quandt ihr gigantisches Vermögen angehäuft hat, kommen wir nun zu der Frage, wie es ist, mit so viel Geld und so übermäßigem Reichtum zu leben. Genau diese Frage beantworteten die Geschwister erst vor kurzem sehr überraschend. Stefan Quandt fragte nämlich in einem seltenen Interview mit dem Manager-Magazin, wer denn gerne mit ihnen tauschen wollen würde. Die beiden Geschwister haben zwar unglaublich viel Geld, aber wie sie sagen, dadurch auch viele Probleme. Nein, ich kann das Real Talk, kann ich da relaten tatsächlich. Ich habe natürlich nicht so viel Geld, um Gottes Willen, und werde ich auch niemals besitzen, aber Marlene, Digga, dankeschön für den Gifted. Aber Leute, es ist wirklich teilweise echt stressig, gerade wenn man dann halt in der Öffentlichkeit steht, wie die beiden, die stehen ja nochmal anders in der Öffentlichkeit. Ich hätte jetzt, glaube ich, nur sie erkannt, ihn kannte ich persönlich nicht. Absolut stressig. Der Typ kann nicht mal alleine scheißen gehen, ohne dass ein Wachschutzfeuer schaut, ob irgendwer jemand eine Handgranate ins Klo gepackt hat. Wisst ihr, was ich meine? Susanne Klatten erklärte, dass man als Milliardär ständig in der Angst lebt, Opfer von böswilligen Attacken zu werden. Klar. Da man so viel Geld besitzt und jeder weiß, wie man heißt, ist man ständig in der Sorge, erpresst oder sogar entführt zu werden. Ja, ja. Ebenfalls macht es den Anschein, dass ihr Bruder Lucy, Stefan Quandt außerdem manchmal mit seiner Lebenssituation unzufrieden wäre. In demselben Interview erklärte er nämlich, dass er viel lieber Architekt geworden wäre, er aber aufgrund der familiären Geschichte und dem frühen Tod seines Vaters schon als junger Mann viel Verantwortung bei BMW übernehmen musste. Muss man überlegen, Digga, du musst mal überlegen, wenn du Scheiße baust, ganz Unternehmen direkt... Alle diese Punkte brachten sie schließlich dazu, die Frage zu stellen, wer denn gerne mit so einer Situation tauschen würde. Auch wenn diese außergewöhnliche Frage in den Medien für einen Aufruhr sorgte und nur wenige Mitleid mit der Situation der Geschwister hatten, so sind einige ihrer Sorgen nicht ganz unbegründet. So leidet Susanne Klatten zum Beispiel bis heute unter den Folgen eines Betrugs, auf den sie 2007 hereingefallen war. In diesem Jahr hatte sie nämlich eine heimliche Affäre mit einem Mann namens Helg Skarby. Digga, warum mit dem?
Ollo, wie sieht der aus? Warum er? Digga, wenn der jetzt, keine Ahnung, Alter, wenn der jetzt irgendwer anders gesessen hätte, so Adonis-mäßig, aber doch nicht er. Gabi gab sich vor Klatten als liebenswürdiger Mann aus, der zu dieser Zeit mit einigen Geldproblemen zu kämpfen hatte. Klatten gab ihm daher 7 Millionen Euro und hoffte, ihrem Liebhaber damit einen Gefallen zu tun. Allerdings... Ich brauche auch Geld, ich brauche auch Probleme. Es stellte sich heraus, dass Gabi auf diese Art und Weise von vielen reichen Frauen Geld stahl. Er war ein richtiger Betrüger, der Susanne Klatten schließlich sogar mit einem intimen Video erpresste. Zwar konnte die Milliardärin zusammen mit der Polizei dafür sorgen, dass Gabi 6 Jahre ins Gefängnis musste, allerdings wurde der gesamte Prozess in der Öffentlichkeit ausgetragen und man merkte schon damals, dass sich Susanne Klatten lieber aus dem Rampenlicht fernhält, vor allem bei einem solchen privaten Thema. Aus diesem Grund gibt es bis heute nur wenige Interviews der beiden Geschwister und auch öffentliche Auftritte meiden sie generell. Nun bleibt immer noch eine Frage offen, und zwar für was... Das Haus ist nicht mal ansatzweise eine Million wert, das also. Zwei der reichsten Deutschen aller Zeiten, als denn ob ihre Milliarden so überhaupt wollen. Ausgeben. Tatsächlich nutzen die Milliardäre einen nicht unerheblichen Teil ihres Geldes dafür, andere Menschen zu unterstützen. Sehr gut. Susanne Klatten hat zum Beispiel eine GmbH gegründet, deren Zweck nur darin besteht, junge Unternehmer und innovative Entwickler zu unterstützen, die eventuell selber nicht das Geld dafür haben, eigene Ideen umzusetzen. Ich habe auch voll die nice Idee. Ich will so eine Mikrowelle machen. Wo, wenn man, also man tut einen Löffel rein, also einen Stahllöffel und die explodiert nicht, die Mikrowelle. Das ist meine Idee. Ich brauche halt ungefähr 140 Millionen und dann würde ich damit halt das entwickeln. Also das ist meine Idee, vielleicht kann man da was machen. Neben der wirtschaftlichen Förderung möchte Susanne Klatten ihr Geld aber auch dafür nutzen, gemeinnützige Projekte zu unterstützen, weswegen sie 2016 die Scala-Initiative ins Leben rief. Seitdem fördert sie jedes Jahr mit bis zu 100 Millionen Euro aber gemeinnützige Projekte, die sich vor allem im sozialen Bereich abspielen. Aufgrund ihres Engagements wurde Klatten deshalb auch schon mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Neben der Förderung von unternehmerischen Projekten und gesellschaftlichen Engagement ist die Familie Quandt aber auch dafür bekannt, zu den großzügigsten Parteispendern Deutschlands zu gehören. Ja, wahrscheinlich dann die CDU, ne? Seit 2002 stellt die Familie knapp 2 Millionen Euro für die FDP und die CDU zur Verfügung, damit sie erfolgreich Wahlkampf machen können. Und das war's auch schon mit unserem Video. Wir wollen nun die Frage der Revi, wann kommt jetzt der 24-Stunden-Stream? Wir sind noch nicht ganz da, aber ich denke mal, da kommt es demnächst. Ganz mal an euch weiterleiten. Würdet ihr gerne mit ihnen tauschen oder hättet ihr Angst vor den Schattenseiten eines riesigen Reichtums? Schreibt uns mal eure Meinung dazu. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut.